Mr. Gates, ich wollte mit Ihnen über den Kampf am Freitag sprechen. Natürlich, Eric, richtig? Eigentlich Mylord Magierkönig. Wenn Sie der Anführer sind, hilft uns das natürlich. Aber ich hoffe, wir sind uns darüber einig, dass das meine Armee ist. Es kann nur eine königliche Person geben, versteht sich von selbst. Oh, ich habe ganz gewiss nicht vor, dir auf die Füße zu treten. Keine Sorge, ich bin ganz gut darin, meine CEOs machen zu lassen, was sie wollen. Ihre CEOs? Seien wir ehrlich, es geht doch nur darum, dass wir beide unsere Xbox kriegen. Die anderen sind bloß da, um uns zu helfen, durch die Tür zu gelangen. Was? Haha! Na, wie fühlt sich das an? Wer führt denn jetzt hier wen durch den Garten der Verräter? Halt dich aus meinen scheiß Angelegenheiten raus! Erst wenn du dich aus meinem scheiß Garten raushältst! Das war beeindruckender Sex. Ich habe es außerordentlich genossen. Wie sieht es mit dir aus? Thanos Cortana. Weißt du, Microsoft hat all den Kindern, die am schwarzen Freitag eine Xbox kaufen wollen, eine Menge Unterstützung geboten. Kommt mir irgendwie ungerecht vor, dass der Kampf so einseitig sein soll. Der schwarze Freitag wird stattfinden, aber von einem Kampf kann man eigentlich nicht sprechen. Und das ist für uns beide nicht gut. Kannst du den Sony-Kindern nicht mit irgendwas unter die Arme greifen, damit sie eine Chance kriegen, den Kampf zu gewinnen? Hi. Kore ga arimas. Ja, ich glaube, das dürfte ganz gut funktionieren. Ich kann's nicht mehr ertragen! Aber das ist doch der beste Part. Kurz bevor King Joffrey vergiftet wird, schlackern sie alle mit ihren Schniedeln um sein Gesicht herum. Hören Sie, Kumpel. Sie haben versprochen, dass die Pizzen auf dem Weg sind. Wenn die nicht auf der Stelle hier auftauchen, haben Sie ein totes Kind zu verantworten. Kapiert man? Okay, fein. Was wollt ihr denn für eine Pizza? Was für eine wir haben wollen? Er hat die Pizzen echt bis jetzt noch gar nicht bestellt. Keine Sorge, die kommen schon. Und nicht nur zwei Pizzas. Nein, die Rede ist von fünf. Und die sind vielleicht riesig, ihr werdet's nicht glauben. Los, komm, Scott.